Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Citizen Sleeper. Wir wissen vom letzten Mal, dass noch ein Story-Event offen ist. Und ich hatte ja gar nicht so im Kopf mehr, welches Story-Event das nochmal ist. Also ich wusste, ja, bei Bliss, das ist es nicht. Und welches ist es? Es ist Amphis und das schauen wir uns an. Amphis bereitet die Matsutake-Kappen vor. Er reinigt sie sorgfältig mit einem feuchten Tuch, bevor er die Stiele abschneidet, als würde er einen Stift spitzen. Sein Messer gleitet durch sie und enthüllt das strahlende Weiß des Fleisches darin. »Die sind gut, Sleeper. Sehr gut«, sagt er, ohne hochzuschauen. »Ich habe auch mit Mingyi etwas Seetang getauscht, damit wir Dashi kochen können.« Wir können jetzt fragen, du kennst Mingyi, oder wir fragen nach Dashi, aber ich kenne Dashi, also frage ich nach Mingyi. Amphis schaut vom Schneiden mit einem Lächeln hoch. Jeder kennt Mingyi. Amphis schiebt die geschnittenen Matsutake-Pilze zu einer Seite und nimmt eine geschlossene Pfanne heraus. Er öffnet den Deckel und du siehst die grüne Waffel an Seetang in einem Wasserbad liegen. »Hab es einweichen lassen seit dem letzten Zyklus«, erklärt Amphis. »Sollte jetzt gut zum Aufwärmen sein.« Er platziert die Pfanne über dem Brenner und dreht ihn auf niedrige Wärme. »Wir haben jetzt etwas Zeit.« Er wäscht seine Hände und wirft das Tuch über seine Schulter. »Wie auch immer, es gibt einen Unterschied diesen Zyklus.« Er lächelt. »Du warst diejenige, die für die Zutaten gesorgt hat, also bin ich an der Reihe, für eine Geschichte zu sorgen.« Wir können jetzt sagen, aber, oder wir sagen einfach okay, aber ja, okay. »Gut, diese Geschichte ist wichtig für mich.« Er deutet dir, euch auf die Klapphocker hinter dem Stand zu setzen. »Siehst du die?« Amphis fährt mit einer Hand über seinen Unterarm, verfolgt die kreisförmigen Narben, die sie wie perfekte Bissspuren markieren. Conway hat es eine verankerte Interface-Ausrüstung genannt. Ein mechanisches Kontrollgerät zum Steuern eines schwerlastigen Extraktionsanzugs. In industriellen Operationen mit niedrigem G-Wert. Wir haben es einen Knochenanzug genannt. Er zeigt zu einem Muster an größeren Kreisen auf seiner Schulter. Sie bohren rein und verankern es hier, dann den ganzen Weg den Arm herunter. Er tippt auf jede Narbe auf dem Weg. Es bildet mechanische Bewegungen exakt auf den Anzug ab. Eine 1:1 mechanische Nachbildung. Du schwingst deinen Arm, ein 2-Tonnen-Arm schwingt ebenfalls. Du hättest die Anwerbungsvideos sehen sollen. Starke Leute in noch stärkeren Anzügen, reißend durch Stein und Schrott. Superhelden. Die Hälfte meines Abschlussjahrgangs meldete sich an. Von Betriebsschule zum Firmen-Shuttle. Conway von der Geburt bis zum Tod. Er starrt hinaus in die Ferne für einen Moment, kämpfend mit den Erinnerungen. Aber die Knochenanzüge waren nicht gut. Die Fehlerrate war hoch und Fehler bedeuteten abgerissene Arme, abgerissene Anker, gebrochene Knochen, schlechtes Zeugs. Also hat Conway sie nach einer Weile aufgegeben. Nicht mehr konkurrenzfähig, sagten sie. Er prüft die Brühe, dreht die Hitze herunter und fügt die Pilze hinzu. Also waren wir da, hunderte von uns mit chirurgischen Veränderungen für Anzüge, die nicht funktioniert haben. Sie haben uns nach Hause geschickt, zurück zur Firmenkolonie, die uns ausgespuckt hat, um Säuberer zu sein, Fahrer, Koch. Sie haben uns Medikamente für die Schmerzen gegeben und uns gesagt, dass wir etwas aus uns machen sollen. Als ich desertierte, indem ich ein paar vorbeikommende Raumfahrer bestochen habe, mich in den Orbit zu nehmen, waren nur noch ich und ein paar andere übrig. Der Rest verschwand einfach. Arthritis, Osteoporosis, sie fielen in sich selbst zusammen wie Papierlaternen. Das war meine Generation. Die Ankerpunkte schmerzen noch immer,
brennen immer noch. Er berührt die Narben. Aber was schlimmer brennt, ist der Verrat. Ich bin jetzt schon seit langer Zeit auf dem Ei, aber das wird niemals verblassen. Nicht das und auch nicht die Gesichter meiner Freunde. Emphis greift hinüber und streut eine Handvoll Blätter in die Brühe. Es ist bereit. Wir können jetzt sagen, es tut mir leid oder wir sagen danke, aber ich möchte ihm mein Mitgefühl aussprechen. Muss es nicht. Es war Conways Verbrechen und du weißt besser als die meisten, durch was wir durch mussten. Es ist genug, dass du hier zum Zuhören da bist. Emphis gießt die Brühe in eine doppelschichtige Metallschüssel und gibt sie dir. Die Wärme strömt durch deine Hände und der Geruch steigt hinauf, reichhaltig und heftig, wie ein Tannenwald nach dem Regen. Du trinkst langsam die Brühe, kaust den Matsutake und denkst nach. Emphis beschäftigt sich mit dem Reinigen der Pfannen und der Schüssel. Er verschließt den Seetang wieder für einen anderen Tag. Dann kommt er leise zurück, um bei dir zu sitzen, während du deine Mahlzeit beendest. Keiner von euch spricht. Ihr bevorzugt stattdessen, die Geschichte noch ein wenig länger in der Luft verweilen zu lassen. Es ist nicht so, dass es nichts zu sagen gibt. Es ist nur manchmal so, in den Momenten, nach etwas, bricht das Sprechen den Bann. Ihr seid also beide untätig und begierig darauf, in der Gesellschaft des anderen zu sein. Emphis braucht beim Putzen und Packen länger und du genießt den letzten Rest der Brühe. Als du endlich fertig bist und ihm die Schüssel gibst, fühlst du den Bann brechen und die Geschichte verlässt euch beide. Und als du gehst, weißt du, dass ihr beide irgendwie ein wenig leerer seid und auch ein wenig voller als vorher. Ja, das war das wahrscheinlich letzte Story-Event mit Emphis, denn ich gucke hier und hier gibt es nicht mehr zu tun. Hier ist keine Uhr oder sonst was. Heißt, das wird wohl das letzte gewesen sein. Wir beenden jetzt gerade überall eigentlich größtenteils die Stories. Uns fehlt eigentlich nur noch Lem und Mina, das im Greenway und das mit Bliss. Und dann sind wir eigentlich mit dem Hauptteil durch. Dann kommen aber noch die DLCs. Und ja, ich wollte hier den Zyklus beenden. Wir würfeln einmal neu, weil die Würfel katastrophal sind. Und dann wollte ich gehen und dann kommt hier Moritz. Das heißt ein neues Story-Event. Das aber beim nächsten Mal. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss!